Hallo alle zusammen, ich bin euer Udo und ich melde mich seit langer Zeit mal wieder zu einem News oder Nachrichten vom Kanal. Ja, zwar schon lange nicht mehr gemacht und mir gedacht, was soll's, kann ich mal wieder aufnehmen. Wir haben gerade die Osterferien hinter uns gebracht, wo ich ziemlich lange offline war. Ich war jetzt auch auf einem Kongress, da habe ich auch nicht wirklich was gemacht. Ich habe also nicht wirklich viel aufgenommen in den letzten 2 Wochen und hochgeladen habe ich auch nur sehr sporadisch. Das war schon irgendwie ja, es war halt so, wie es ist. Ich habe auch recht wenig Computer gespielt insgesamt, also so gesehen passt das schon. Ich habe gestern war es schon, meine letzte Folge für Äthiopien aufgenommen, also nicht aufgenommen, sondern hochgeladen. Ich höre auf mit dieser Serie einfach hauptsächlich deswegen, weil es zu stressig geworden ist, zu viel Land und jetzt hätte ich einen fürchterlichen und langen Krieg mit den Osmanen führen müssen und das war alles irgendwie bäh. Ich meine, ich habe es jetzt mal hingelegt, vielleicht hebe ich es irgendwann mal raus und tun wir das mit dem Krieg an. Schauen wir mal. Ich habe vor den Osterferien schon begonnen, ein neues Spiel zu beginnen mit Oda, einem japanischen Daimyo, und ich versuche mit dem das Land, also ganz Japan, zu vereinen. Schauen wir mal, ob das gelingt. Ich bleibe auch bei meinen Let's Plays bei Englisch. Es war erstaunlich, hat erstaunlich gut funktioniert. Auf Deutsch rede ich auch nicht viel mehr als auf Englisch. Und es ist ganz praktisch für mich, wenn ich ab und an mal Englisch rede. Ich möchte ein bisschen in Schuss bleiben, was die Sprache betrifft. In der Schule komme ich selten dazu, Englisch zu reden. Auch wenn mir hier keiner antwortet, so kann ich zumindest so tun, als wäre ich international. Ja, außerdem habe ich, also wo ich eine Ausnahme machen würde, wäre bei den Spielen, die ich gemeinsam mit Schweiger spiele. Es ist einfach mühsam, das auf Englisch zu machen. Vor allem, wir spielen derzeit Don't Starve Together ein wenig mit 2 anderen Freunden von uns. Die kennt ihr eh aus meinem aus dem Gloomhaven-Runden, die wir gespielt haben. Die hat sich wahrscheinlich niemand angesehen. Niemand. auf jeden Fall, dort reden wir natürlich Deutsch. Also, falls ihr mich auf Deutsch hören wollt, müsst ihr euch das anschauen. Vielleicht habt ihr es mitgekriegt, also wenn euch Strategiespiele wie mich interessieren, werdet ihr festgestellt haben, seit dieser Woche kann man Imperator Rome kaufen und nachdem ich knausrig bin und sowieso Spiele grundsätzlich erst irgendwann einmal kaufe, sobald sie im Sonderangebot sind, nehme ich an, dass ich es mir jetzt nicht kaufen werde. Ich habe mir ein paar Let's Plays dazu angeschaut. Es schaut ein bisschen so aus wie Crusader Kings. Wie eine Mischung aus Crusader Kings und Europa Universalis. Boah. Mit einem Pop-System. Leider ist das Pop-System nicht so wie bei Victoria, sondern eher so wie bei Stellaris. Das ist ein einfacheres Pop-System, möglicherweise sinnvoll, das so zu machen, weiß ich nicht. Das Victoria-System mit der Bevölkerung hat mir besser gefallen, aber das ist es definitiv nicht. Ja, das dazu. Also wenn ihr sowas kaufen wollt, ich mache jetzt nicht unbedingt Werbung, aber ja, es gibt's halt.
So, und jetzt noch zu dem, was ich machen werde in den nächsten Wochen, Monaten. Jetzt sind nur noch 2 Monate bis zum Ende des Schuljahres. Schauen. Die 8. Klassen sind jetzt bald fertig. Das heißt, sie kriegen nächste Woche ihr Zeugnis. Und danach haben sie die schriftliche Matura. Einige von euch, also einige von den 8 Klässlern, sind noch dabei, die 8. Klasse abzuschließen, indem sie Nachprüfungen machen müssen. Denen wünsche ich viel Spaß, Glück, Erfolg. Glück wünsche ich sehr ungern, weil so eine Prüfung hat normal sehr wenig mit Glück zu tun, sondern eher etwas mit Können. Ich weiß nicht, wie sinnhaft es ist, dass man jetzt noch eine Nachprüfung macht, anstatt im Herbst. Aber die Leute, die nur eine Nachprüfung zu machen haben, haben sie halt trotzdem jetzt. 2 von meinen potenziellen Maturanten sind da dabei. Ja, denen wünsche ich besonders viel Erfolg, damit ich dann nicht im Herbst mit ihnen Matura machen muss. Geht natürlich nur davon aus, da gehe ich natürlich nur davon aus, dass es jeder beim ersten Antreten schaffen wird bei mir. Naja, das wird schon werden. Ich werde auf jeden Fall Spaß haben. Wie das mit meinen Schülern sein wird, ist natürlich was anderes. Okay, na gut. Das war's wieder von mir. Ihr wisst jetzt, was ihr zu erwarten habt in nächster Zeit. Also noch ein bisschen Europa Universalis. Das taugt mir eigentlich recht sehr. Selbst in dem Ironman-Modus habe ich recht, war ich relativ erfolgreich für meine Verhältnisse. Also wenn ich bedenke, wie viel Blödsinn ich mache manchmal. Ja, schauen wir mal. Nachdem ich mit Oda Japan habe und vielleicht wie heißt das? Irgendeinen Erfolg mit denen erzielt habe, dann schauen wir weiter, ob ich irgendwas anderes mache. Ja, bis dann.